Hallo Friends! Ich hoffe, euch geht's gut. Ich dachte, ich filme heute ein neues... Das ist so die Waschmaschine. Ich filme heute wieder ein neues Laber-Video ab. Alles in Bezug auf Liebe. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ein Video abgedreht. Ich glaube, 21 und Jungfrau oder 20 und Jungfrau. Und ich dachte, ich mache heute eine Updated-Version und beantworte so ein bisschen eure Fragen. So, ich habe mir jetzt wieder mein iPad geschnappt und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal auf eure Fragen ein. Also nochmal für alle, die es nicht wissen, ich habe vor ein paar Jahren ein Video gemacht, wo ich halt so ein bisschen darüber gesprochen habe, dass ich halt 21, 20 bin und dann auch keine Erfahrung habe und halt meine Gedanken darüber. Jetzt bin ich 22. Also das war halt Anfang 21 oder Anfang 20. Let me check, wie alt ich da war, weil ich will jetzt hier auch gerade keine Mülllaubern. Okay, ich war 20. Also das Ganze ist so 2,5 Jahre her. Und mittlerweile bin ich in einer Beziehung und es hat sich halt vieles geändert so. Was sich nicht geändert hat, ist halt so meine Einstellung zu dem Ganzen. Und zwar kommen wir direkt zu der ersten Frage. Und da war die erste Frage, ob ich denke, dass ich was verpasst habe. Also so diese Teenage Love und all sowas. Also ob ich da denke, dass ich da irgendwie was verpasst habe. Ich würde sagen, nein. Nein. Ich glaube, es kommt super krass auf die Person an, so. Es gibt Menschen, die sind schon in frühen Jahren super erwachsen oder super reif oder kennen schon so ihren Wert und sind so sehr selbstbewusst in ihrem Dasein. Da habe ich auf gar keinen Fall zugehört. Also ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Ich wusste nicht so richtig, wer ich bin oder was ich überhaupt machen kann oder nicht machen kann oder keine Ahnung. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber alle meinen Freundeskreis hatten schon so mit 15, 16, so ihre ersten Beziehungen und ich war 15, 16, stand daneben, dachte mir so, oder teilweise auch schon, also ich hatte auch meine beste Freundin damals, sie hatte so mit 13, hatte sie so ihre ersten Erfahrungen und ich stand da so neben, dachte mir so, ich bin sowas von nicht ready dafür, also gar nicht. Ich habe überhaupt nicht confident gefühlt gegenüber dem Geschlecht, das ich gut finde und ja, ich war so, okay, nee, also irgendwie war das für mich nicht so ein Ding, was so leicht von der Hand ging, sondern ich war so, Hilfe. Und deswegen, nee, also absolut nicht. Ich glaube auch, hätte ich so richtig gegen die Wand gefahren, hätte ich da, ja, wäre das, also hätte ich mich da so reingehangen, dann hätte ich das definitiv, glaube ich, gegen die Wand gefahren, weil ich super unsicher war. Also ich war super unsicher und einfach nicht selbstbewusst. Und ich glaube, das ist nicht... Klar, es kann gut gehen, aber ich glaube, es kann auch oft in die Hose gehen, wenn man sehr unsicher sich in so eine Situation begibt. Ich hatte zum Beispiel auch super viele Freundinnen, die halt einfach dann mit irgendjemand geschlafen haben, damit sie einfach das so hinter sich haben. Und es ist nicht so, dass ich nicht auch mal drüber nachgedacht habe, das wäre gelogen, aber ich habe ab einem gewissen Punkt echt mir so gesagt, also wozu? Also ich hatte dann auch viele sehr gute Freundinnen und die haben mir dann auch oft erzählt, so Fabienne, es ist nicht so ein großes Ding, wie du denkst, dass es ist. Und das kommt einem aber immer so vor. Ich finde, das kommt einem immer so vor, als wäre generell dieses ganze Beziehungsding oder dieses ganze Ding einfach, alles was so drumherum ist, als wäre das sowas Riesengroßes und auch sowas Einschüchterndes und als wäre das so, weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn man das alles so zum ersten Mal erlebt hat, dann merkt man erst so, dass es ganz, also erstmal ganz normal ist und zweitens halt einfach wirklich viel normal, also einfach viel kleiner ist. Und es ist einfach nicht sowas, wo man sich so unter Druck setzen muss. Also absolut nicht. Also nicht mit dem richtigen Partner. Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem du deine Erfahrungen machst, egal welche. Es kommt immer darauf an, ob die Person rücksichtsvoll ist, ob du mit der Person richtig kommunizieren kannst, ob du der Person gegenüber halt offen sein kannst. Und wenn das alles der Fall ist, dann ist halt, glaube ich, auch generell der Rest gar kein Problem mehr. Aber wenn du dich gegenüber, also wenn du dich mit der Person unwohl fühlst oder sie dir irgendwie so das Gefühl gibt, dass du gerade, weiß ich nicht, richtig bist in einem Zeitpunkt, dann glaube ich, kann es richtig schlimm sein und dann würde ich auch, also würde ich es halt nicht machen, weil, also wozu? Es gibt einfach gar keinen Grund dafür, dass man sich da irgendwie
Druck machen lässt. Also absolut nicht. Ich hoffe, es kommt jetzt auch nicht so rüber, dass es so krass ist, wenn man mit 20 noch nicht irgendwie seine ersten Erfahrungen gesammelt hat. Das ist absolut egal. Also es ist egal, ob man 20, ob man 30 oder ob man was weiß ich wie alt ist. Es ist auch egal, wenn man schon mit 15 seine ersten Erfahrungen macht. Ich finde einfach, es ist egal, in welche Richtung es ist, finde ich, völlig unangebracht zu urteilen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube, es gibt da auch einfach gar nicht richtig oder falsch, sondern es gibt nur für einen selber halt so den richtigen Zeitpunkt. Und ich finde, es ist am Ende einfach super wichtig, dass man selber darauf achtet, dass man sich in der Situation wohlfühlt und sich irgendwie ja sicher fühlt. Und wenn das gegeben ist, dann ist, finde ich, so, also ist halt irgendwie so die, dann ist, finde ich, irgendwie so das Alter egal, solange ihr berechtigt seid. Also ich will jetzt auch nicht sagen, yo, go for it, mit so 12 oder so. Da würde ich jetzt auch nicht supporten. Und noch eine sehr, sehr ähnliche Frage. Und zwar, hättest du deine Beziehung gerne früher erlebt, also meine jetzige Beziehung? Und, also kommt drauf an. Wäre ich damals schon so gewesen wie jetzt, also dass ich schon so, wisst ihr, so dieses, also auf dem Stand wäre wie jetzt, dann würde ich sagen, warum nicht? mit dem Wissen, wie ich vor ein paar Jahren war, auf gar keinen Fall. Also ich war überhaupt nicht ready. Also wie gesagt, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein. Ich hatte wirklich 0,0 Selbstbewusstsein. Ich glaube sogar, dass ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ich glaube, selbst wenn ich meinen Freund Anfang letzten Jahres kennengelernt hätte, also Januar, Februar rum, ich glaube, nicht mal da hätte es funktioniert. Also deswegen, nee, ich glaube tatsächlich, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und dass es einfach vorher überhaupt nicht funktioniert hat. Also ich hatte auch meinen ersten Freund hatte ich ja mit 18 rum, so 18, 19, würde ich sagen. Und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Das lag ja damals auch überhaupt nicht an der Person, sondern wirklich zu 100% an mir selber. Also ich war einfach überhaupt nicht einfach so bereit dafür. Ich habe mich der Person gegenüber überhaupt nicht geöffnet. Also ich habe überhaupt nicht kommunizieren können, was ich brauche oder was mir gerade fehlt oder was mich gerade stört oder so. Ich war einfach total auch so in einem Trotzmodus, weil ich gemerkt habe, so irgendwie geht's nicht und ich kann mich nicht öffnen und dann war ich einfach trotzig so und einfach unreif. Also deswegen, und ich meine, das halt mit 18, 19, wo andere schon ganz anders stehen, so klar. Aber so ist es halt. Man kann es halt nicht irgendwie beeinflussen teilweise. Und nee, also absolut nicht. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Also nee. Dann hat mir auch jemand gefragt, ob meine Beziehung aktuell so ein bisschen mir mit meinem Selbstbewusstsein hilft und mir vielleicht so einen Push gegeben hat in die Richtung, also in die richtige Richtung. Und da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall der Fall war. Ich muss generell sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Freund kennengelernt habe, da halt auch noch andere Menschen so in mein Leben getreten sind, die mir unfassbar doll geholfen haben, einfach so mich aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich habe mich einfach super perfektionistisch gesehen oder wollte, dass ich so perfekt wie möglich bin oder so sehr einem Schönheitsideal entspreche, was halt so in meinem Kopf das Schönheitsideal ist oder war. Und ich habe einfach alles war irgendwie nicht gut genug und alles war irgendwie falsch und egal wann oder was passiert ist, es war alles nicht richtig und ich habe einfach dieses Entspanntsein, das habe ich auf jeden Fall einfach so dazu gewonnen. Und klar, also ein Freund, wenn er dich natürlich so liebt, wie du bist, dann gibt dir halt einfach so das Gefühl, egal in welcher Situation oder so, dass du gut so, also dass man einfach gut so ist, wie man ist. Und dann, klar, am Anfang, ich muss sagen, am Anfang habe ich das noch nicht geglaubt, ne? Also wenn dir jemand sagt, so, ach, du bist schön, wenn du wirklich hier gerade aufwachst und aussiehst wie frisch raus, dann glaubst du nicht, dass die Person es ernst meint. Aber wenn sie es zum 100. Mal sagt, dann denkst du irgendwann so, maybe es ist gar nicht so schlimm. Und ich glaube, dass es irgendwann so in das Unterbewusstsein eindringt. Und ich glaube, da hat er bestimmt einiges so geheilt bei mir. Aber ich glaube trotzdem, im Endeffekt ist man, oder sollte man dafür selber verantwortlich sein, dass man halt irgendwie in so einer, dass man auch, sagen wir so, dass man die richtige Richtung auch beibehält. Ich glaube schon, dass jemand dir so einen Stoß geben kann, aber du musst auch selber dafür arbeiten, dass du halt in dieser Richtung bleibst und nicht
wieder zurückruderst in die andere Richtung. Ja, also so würde ich es beschreiben. Dann noch eine sehr spannende Frage. Und zwar hat jemand gefragt, wie es war, so nicht das erste Mal jemanden so komplett ohne Kleidung zu zeigen. Und halt gerade als eine Person, die halt wirklich, wirklich viele Body Struggles hatte, Unsicherheiten, alles Mögliche. Also, ne, falls ihr mich schon länger verfolgt, ihr wisst, ich habe auf jeden Fall da schon viele so Päckchen mit mir rumzutragen, die es mir nicht leicht gemacht haben, mich da so offen zu zeigen. Und ich muss auch wirklich sagen, es hat schon einiges an Zeit gebraucht, dass ich da überhaupt so, also ich glaube, ich brauche immer noch manchmal so meine Zeit, dass ich so, weiß ich nicht, da so offen mit umgehen kann und mich so zeigen kann, wie ich halt bin. Und ich merke so, dass es immer besser wird und dass ich auch immer entspannter damit werde. Aber es ist, also es war auf jeden Fall am Anfang nicht einfach. Und ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, am Ende kommt es einfach sehr, sehr krass auf die Person an, mit der du das so erlebst. weil, also wenn die Person dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Und ich finde, man kann super daran messen, ob man sich gerade selber in diesem Moment irgendwie wohlfühlt. Und falls man sich unwohl fühlt, dann muss man halt gucken, okay, warum fühle ich mich gerade unwohl? Ist es irgendwie gerade wegen der Person oder steigere ich mich gerade sehr in diesen Moment rein? Oder, also man muss dann einfach gucken, ist es die Person von mir gegenüber oder bin ich es vielleicht selber und ich mache es selber gerade zu einer unangenehmen Situation? Wenn du merkst, okay, es ist so die Person gegenüber, die mich da irgendwie unwohl fühlen lässt, dann muss man das halt irgendwie ganz klar ansprechen und sagen so, hey, irgendwie fühle ich mich unwohl, weil du das und das machst oder weil das und das passiert ist oder so. Generell, so Punkt Kommunikation ist halt gerade bei so Themen so wichtig. Am Ende können halt Menschen nicht deine Gedanken lesen und halt auch in so Situationen wird es halt nicht leichter, irgendwie so zu erkennen, okay, was geht gerade im Kopf der Person so vor. Und ich glaube, man muss einfach ganz klar kommunizieren. Auch wenn man zum Beispiel, wenn es einem zum Beispiel zu schnell geht und man sagt so, hey, können wir vielleicht einen Schritt langsamer machen oder einen Schritt zurückgehen auch, da muss man es halt kommunizieren, weil es ist ja nichts Schlimmes oder nichts, das einem irgendwie peinlich sein sollte oder was irgendwie einem unangenehm sein sollte, sondern es ist ja ganz normal und ganz menschlich, wenn man sagt so, hey, ging mir gerade einfach ein bisschen zu schnell, können wir vielleicht ein bisschen langsamer machen. Aber ich glaube, da haben wir so viele Leute so viele Gedanken zu und keine Ahnung, stellen sich das halt auch so krass vor. Ich denke aber generell, dass die Person, die euch ja gern hat, egal ob ihr jetzt in einer Beziehung seid oder nicht oder wie auch immer, ich glaube, also man stellt sich das ja immer so vor, oh mein Gott, ich ziehe mich jetzt von der Person aus und die steht da mit der Lupe und guckt sich alles genau an und hast du da Zellulite und hast du da einen Punkt oder hast du da irgendwie, das macht aber am Ende keiner. Also es macht am Ende keiner und ich glaube, niemand guckt dich so krass an wie mit einer Lupe, wie du selber. Also die Person steht ja nicht so vor dir 10 Minuten und guckt sich jede Kleinigkeit bei dir an, sondern die sieht das Gesamtpaket und die fand das ja auch schon vorher gut und die sieht das Gesamtpaket und sagt sich, schön, mag ich. Und deswegen, ich glaube, man macht sich ja so einen großen Kopf für halt nichts, weil keiner schaut dich so an wie du selber. Also nee, deswegen, ich glaube, man macht sich da einen viel zu großen Kopf, aber wem soll ich das sagen, ne? Also bei mir war es ja nicht anders, aber ich kann am Ende nur sagen, es ist unbegründet und man sollte sich einfach entspannen und weiß ich nicht. Auch noch eine schöne Frage, und zwar jemand gefragt, so wie war es für die Letzte in deinem Freundeskreis zu sagen, die Single ist? Weil das war ich jahrelang. Ich war jahrelang immer die, die halt Single ist, Jungfrau ist und generell auch so die Letzte ist, ne? Ich war so die, die hatte gar keine Ahnung. Und ich war auch immer die, die jeden ausgefragt hat, so wirklich jeden. Ich habe meine beste Freundin Franzi, ne, ich habe sie gefragt, alles ausgefragt. So, wie ist das? Und sie musste jede Frage beantworten, die Arme. Franzi war auch immer so eine Freundin, die hat mir immer schon gesagt, Fabian, entspann dich, alles wird gut, es ist nicht so ein großes Ding. Und bei den anderen hatte ich immer so das Gefühl, die haben es immer selber noch so hochgebauscht. Und also jeder braucht eine Franzi. Ich sag eigentlich, jeder braucht so eine Freundin, die einen so ein bisschen wie auf den Boden runterholt und sagt, glaub mir, du wirst es einmal erleben und wirst merken, es ist so normal. Ich war halt auch immer die Freundin, wo alle gesagt haben, boah,
Ich kann mich dir auch echt, also ich kann mich dich auch echt nicht mit jemandem vorstellen. Die so, danke. Schönen Dank auch. Wirklich, jeder hat das gesagt. Jeder hat gesagt so, boah, keine Ahnung, mit wem ich dich jetzt vor... Also, ich weiß auch nicht, wer zu dir passen würde. Perfekt. Ja, das habe ich ganz oft gehört. Da habe ich mich auch richtig gut nachgefühlt. Ich sag ehrlich, früher hat es mich mehr abgefuckt. Früher hat es mich mehr gestört, als ich noch so ganz jung war. Und das Ding ist, bei mir waren die alle frühreif. Also wirklich früh, frühreif. Meine beste Freundin, 13, hatte ihr erstes Mal. Und ich war halt so, ich habe mich immer zurückgefühlt, weil ich immer dachte so, mein Gott, bist du uncool. Jetzt denke ich mir so, 13, Kind. Wie gesagt, die waren bei mir alle frühreif und deswegen war ich halt noch mal mehr hinten zurück, weil ich mir dachte, ich hatte nicht mal Brüste. Ich hatte ja nicht mal Brüste. Ich hatte nicht mal meine Tage. Meine Tage hatte ich das erste Mal mit 16. Ich war überhaupt nicht ready. Ich war überhaupt nicht ready und ich dachte mir so, nee, sehe ich gerade gar nicht kommen. Dann kommen wir noch zu einer Frage. Und zwar, wann weiß man, ob er der Richtige ist oder sie die Richtige ist oder wer auch immer, wen auch immer ihr datet, wann weiß man, ob es die richtige Person ist? Ich sage das jetzt schon zum tausendsten Mal. Aber wenn ihr euch, also wenn ihr euch super wohl fühlt und ihr könnt zu 100%, so sein, wie ihr einfach so seid. und ihr seid einfach so, ihr nehmt euch null zurück. Also ihr nehmt nichts von eurer Persönlichkeit zurück und ihr könnt alles einfach freien Lauf lassen und es kommt einfach sprudelt aus euch raus und ihr fühlt euch nicht unwohl und es fühlt sich alles einfach richtig an. Ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo du weißt, okay, ich mache jetzt hier gerade auch nichts falsch. Und das fühlt sich gut an und ich glaube, dann weiß man so, das passt. Und ja, also ich glaube, auch so wenn man, das hört sich so doof an, aber das ist halt wirklich wahr, aber ich glaube auch so, wenn man so das innere Kind rauslassen kann und halt wie gesagt auch so rumalbern kann und halt wirklich sich null Gedanken machen muss, oh Gott, wie kam das jetzt bei der anderen Person an? Und dann habt ihr da noch die Anziehung und ihr findet die Person auch so ganz toll und könnt halt wirklich zu 100% ihr selber sein, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Indiz dafür, dass es einfach passt. Das war auf jeden Fall jetzt mein kleines Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ich da noch mehr drüber labern soll, dann schreibt gerne eure Fragen oder Gedanken in die Kommentare. Und ja, bis ganz bald und tschüss!